Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, die heiße Phase geht los. Ich habe mich jetzt entschlossen, einfach nochmal ein Video zu machen, obwohl ich alle diese Fragen schon mal beantwortet habe zu den Polen-Böller-Shops. Ja, ich werde euch jetzt trotzdem nochmal ein paar Shops nennen, die ich aber schon, wie gesagt, genannt habe, auf eure Fragen eingehen und ja, hoffen, dass das jetzt dann jeder verstanden hat. Aber die Hoffnung brauche ich mir eigentlich gar nicht machen, weil irgendjemand wird trotzdem wieder fragen, der aber angeblich meine Videos gesehen hat. Nur so als kleine Anmerkung. Ja, genau, wir fangen einfach mal an mit den Shops. Und zwar der Be beste, ich habe hier gerade was gesehen, aber okay, ich bin hier gerade in Ultrastore unterwegs. Ja, der beste Store ist halt ultrastore.com. Ja, dazu gleich eine Anmerkung noch. Dann Legal Pyro, pyromaniacs.com, pyroboxen.com, aber nicht mehr ganz so toll. Da ja, habe ich jetzt einiges Negatives gehört. Aber sicher. Also es kommt an. Was gab es noch für Shops? Keine Ahnung. Ich werde die euch auf jeden Fall alle unten reinballern, zu denen ich Videos gemacht habe. Die sind alle safe. Es kommt alles an. Es kann aber immer mal passieren, dass irgendwie eine Bestellung nicht ankommt. Ja, oder auch verschwindet, sage ich mal. Ja, womit wird geliefert? Mit einem Unternehmen, mit einem D im Namen, das andere hat einen P im Namen. Ja, der Zoll kann eure Pakete nicht durchsuchen. Ja, das hat einen einfachen Grund. Erstens dürfen die das nicht, wenn die Pakete jetzt nicht auffällig sind. Zweitens, wie soll das gemacht werden? Ja, die stehen da nicht mit, was weiß ich, wie viel Mann an der Grenze und schauen bei jedem dann, hier, pack mal aus, was du da hinten drin hast. Die haben teilweise hunderte Pakete drin und das dauert Stunden. Ja, das ist gar nicht zu bewerkstelligen, sage ich einfach mal. Ja, wann sie durchsuchen dürfen, ist natürlich, wie gesagt, wenn sie auffällig sind, also kaputt sind, zum Beispiel, man reingucken kann und sieht, dass da Feuerwerk drin ist, dann darf das Paket aus dem Verkehr gezogen werden. Du wirst eine Nachricht bekommen, Einfuhr illegaler, in Anführungszeichen, illegaler Feuerwerkskörper oder irgendwie sowas, ja, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, irgendwie sowas. Ja, ein Kollege wurde damals auch erwischt, dem seine Anzeige wurde aber fallen gelassen. War damals vom Shop, der jetzt aber nicht mehr verfügbar ist. Und keiner der Shops, die ich jetzt hier nenne. Dann, womit ich bezahle. Ich bezahle mit PayPal oder Giropay. Ja, weil mein PayPal ist irgendwie ein bisschen AIDS. Ich kann nur bezahlen, wenn da Geld drauf ist. Heißt also, ich muss jedes Mal erst Geld auf mein PayPal-Konto, von meinem Bankkonto senden und dann bezahlen. Deswegen zahle ich oft auch mit Giropay. Giropay kommt nämlich sofort an. Sofortüberweisung habe ich die Erfahrung gemacht, dass das trotzdem irgendwie 2 Tage ungefähr dauert, bis das da ankommt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, dann, ja, was hat meine letzte Bestellung gekostet? Das ist die, wo ich jetzt auch diese Schale fürs Gewinnspiel auspacke. Die hat jetzt mit Versand inklusive den Rabattcode dann nach 54,37 € gekostet. Einfach mal auch die Artikel reinpacken in die Warenkörbe, dann seht ihr das ja auch. Ja. Dann, wie lange dauert die Lieferzeit? Ja, heiße Phase dauert jetzt bis zu 7 Tage. Deswegen jetzt bestellen. Es könnte sein, dass es noch höher geht. Ja, dann noch die Anmerkung, die ich vorhin gemacht habe mit meinem Code. Der ist jetzt deaktiviert. Ja, oder steht als wurde verwendet, weil der wohl irgendwie fehlerhaft ist. Die haben jetzt aber nicht so wirklich die Zeit, sich darum zu kümmern. Ja, und dann ist der jetzt halt deaktiviert erstmal. So, dann habt ihr aber einen anderen Code, Hotas Chili. Ja, gibt euch auch 15%. Ist ein Kollege von mir. Wo kriege ich Crazy Robots her? Ja. Da fragst du den richtigen. Ich hatte da einen Laden, ja, PFEU. Die Dinger heißen XP1011. Ja, einfach mal googeln. Aber ich habe da jetzt nicht so wirklich was gefunden, wo die dann auch wirklich ankommen. Ja, also Finger weg. Dann habe ich hier eine Nachricht bekommen mit einem Bild ultrashop.top. Ja, das sind glaube ich Faker. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob da alles Fake ist. Oder vielmehr, ob Scammer sind, aber ich gehe ganz stark davon aus, weil 20 PS5, also Petala Shark 5, für 5,55 ist ein bisschen ein sehr gutes Angebot, würde ich mal sagen. Also, Bombershop, die Website ist wohl offline, hier habe ich mitbekommen. Ich gehe da mal einfach rein. Shop, Alter, ich kann wieder nichts schreiben. Shop.com. Ja, Bombershop. Happy to see your domain with Hostinger. Ja, ich weiß nicht, ob die sich jetzt hier vielleicht geändert haben oder so. Auf jeden Fall sind die jetzt hier nicht zu erreichen. Da kommt jetzt halt sowas, da könnt ihr ja selber auch gucken. Und der andere Bombas Shop, also BOMBASSHOP, ist fake. Ja, das sind Scammer, ne, Söhne. Und ja, da einfach nicht bestellen, habe ich aber auch in einem anderen Video schon gesagt.
Ja, und auf Instagram traut da wirklich keinem, auch nicht auf YouTube, wenn da euch irgendeiner sagt, ja, ich verkaufe, melde dich hier und da. Traut den einfach nicht. Ist es besser, wenn ihr dann lieber wirklich nichts habt? Ja, oder halt einfach bei diesen Shops bestellt, die ich euch sage, als dass ihr dann abgezogen wird. So, also das ist natürlich einfach nur richtig scheiße dann. Dann moin, wenn man da per Überweisung bezahlt, kommt es auch an. Warum sollte das nicht ankommen? Und meine zweite Frage, muss man denn erst überweisen, wenn es da ist oder wie? Nee, du musst erst überweisen und dann schicken die es los. Wie gesagt, aber Überweisung dauert ein, zwei Tage. Dann noch eine Frage. Ich wollte was bestellen, aber die Versandkosten sind, glaube ich, 20 Euro, wenn man für über 200 bestellt. Nee, das kann auch schon bei 100 sein, weil wenn du große Artikel kaufst und mehrere Versandeinheiten benötigt werden, also hier Kartons, weil das nicht in einen passt, dann pro Karton halt 10 Euro. Deswegen, ja, ich hoffe, dass ich euch jetzt alles Wichtige beantwortet habe. Es kommt alles an. Ja, wie gesagt, den Rabattcode TOTASCHIDI, den schreibe ich auch unten rein. Meiner ist jetzt zurzeit deaktiviert. Es kommt alles an. Ja, der Support bei Ultras Shop ist der beste. Ja, es ist meiner Meinung nach der beste Shop und ich kriege nach wie vor kein Geld dafür oder sonst was. Ich hoffe, man konnte mich verstehen, weil mein Zahn ist nämlich abgebrochen. Der musste dann gezogen werden, weil der so im Arsch war. Ja, dass ich jetzt ein bisschen dicke Backe habe und ja, ein bisschen behindert spreche, als hätte man irgendwie übelst gesoffen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.